Moin zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Video machen wir aus altem Holz etwas ganz Neues. Und zwar hat meine Frau einen Wunsch für die Weihnachtsdeko geäußert. Sie hätte gern so kleine Holzhäuschen. Ganz einfache. Und dafür habe ich mir jetzt einfach mal so Reste, Abschnitte, Holz rausgesucht. Wirklich im Endeffekt das Letzte, was ich habe. Und daraus machen wir jetzt einfach so kleine Häuschen. Die sollen dann quasi nebeneinander, ich mache jetzt 6 Stück, nebeneinander auf der Fensterbank zum Beispiel stehen und dann sehr dekorativ aussehen. Wir machen einfach jetzt uns das so, dass wir jedes Stück Holz natürlich erstmal ein Dach ransägen, dann natürlich ein bisschen behandeln, also ein bisschen schleifen und so weiter und dann noch verzieren. Ich stelle mir sowas vor wie einfach einen Stern ausgesägt, dann einfach auch eine Tür und ein Fenster und sowas. Und darum, wir legen einfach mal los, machen einen nach dem anderen, aber erstmal machen wir überall ein Dach drauf. Ja, wir fangen mit dem Dach drauf an, weil ich denke, das ist das Einfachste. Jeder von euch wird irgendwie so einen Winkel haben. Ansonsten verlinke ich euch natürlich das unten drunter. Und dann ist das nichts anderes, als da sich so ein Dach dran machen. Ich werde jetzt erstmal jedes Brettchen ausmessen, mir oben quasi in der Mitte einen Strich dran machen. Und dann weiß ich auch, wo ungefähr der Scheitel des Dachs sein muss. Und dann säge ich mir jetzt alles so runter, mache ich einfach mit der Stichsäge. Auch die verlinke ich euch gerne unten drunter, weil gerade jetzt vor Weihnachten, man sucht ja auch mal so ein paar schöne Weihnachtsgeschenke und ich sage euch das, alles was ihr hier unter meinen Videos findet, das sind auf jeden Fall Käufe wert, sonst würde ich es nicht verlinken. Ja, wie gesagt, ganz einfach, wir nehmen mal einen Zollstock, messen uns einmal aus. Zum Beispiel das Stück Holz hat jetzt ein circa Maß von 13, muss ja auch in dem Fall jetzt nicht mega perfekt sein. 13 heißt, Mitte davon sind 7,5, Quatsch, 6,5, ich rede schon wieder Quatsch hier am Abend. 6,5 und dann machen wir uns das einfach so, 6,5, machen uns da den Strich natürlich ein Stückchen höher, damit wir uns ungefähr beibleiben, machen uns hier das Dach an, auf beiden Seiten, das geht eben mit so einem ganz gut hier, weil wir dann gleich quasi im Winkel sind, haben wir ungefähr immer überall am Dach 90 Grad Winkel. Spielt hier, wie gesagt, nicht die perfekte Rolle, aber so ungefähr soll das schon gleich sein. Und ihr seht, so ungefähr passt das. Und genau das ist der Anspruch hier bei dem Projekt. Soll eben dekorativ sein und nicht perfekt. So, das, diese beiden Ecken sägen wir jetzt mit der Stichsäge ab. Aber erstmal male ich mir alle an und dann gehen wir einfach einen nach dem anderen nach. Natürlich müssen wir unten auch so ein bisschen die Sägekanten schick machen, teilweise begradigen. Und natürlich die Flächen und ein bisschen die Kanten und. Und da geht es irgendwie das ans Verzieren, Fenster, Türen und ein bisschen mehr. Und da wäre es, glaube ich, eine schnelle, schöne Nummer. Und ihr seht, schon an der Auswählen, welche Holzseite man nimmt. Weil die Holzseite ist schön hell, die ist schön dunkel. Ich habe noch so ein Stück, vielleicht mache ich das ein so und so. Weil ich glaube, wenn ich nebeneinander stelle und die Häuser unterschiedlich aussehen, ist es auch nicht schlecht. Kann ich meine Frau das jetzt schon so ins Wohnzimmer stellen. Denn das Häuser zu erkennen, ist das glaube ich schon. Also jetzt seht ihr, was ich vorhabe. Klar müssen die Dächer noch ein bisschen nachgeschliffen werden. Ich habe das jetzt wirklich ganz, ganz grob alles einfach abgesiegt. Nicht mal, ich würde nicht mal von zugesiegt. Oh, ein Dach habe ich noch vergessen. Aber so soll es nachher sein. Hier kommt natürlich noch ein Dach sowas hin. Und genau so soll es sein. Ein bisschen mehr verziert natürlich. Aber genau so und nicht anders.
Ja, nachdem ich das jetzt an der großen Maschine grob vorgeschliffen habe, alle, geht es jetzt natürlich nochmal hier mit dem Exzenterschleifer erstmal nachzuschleifen auf die Kanten, dass es alles schön handsam ist, damit sich auch keiner einen Splitter im Finger haut. Ne? Ja, und schon sind die Grundhäuser komplett fertig. Einmal alles drüber geschliffen. Ich glaube, so vom Holzzustand lasse ich das jetzt. Jetzt werde ich mal versuchen, welches ich davon quasi noch weiter dekoriere. Die aus dem ganz harten Holz, die lasse ich. Ich glaube, das wäre viel, viel zu anstrengend und viel zu schwer. Aber ich werde mal das versuchen, hier eine Tür und Fenster rein. Dann noch eins mit Tür und Fenster. Und das Große werde ich einen Stern reinmachen. So, angezeichnet habe ich jetzt die drei Häuser, die ich noch verzieren will. Hier einfach eine Tür und ein Fenster. Das Fenster werde ich einfach ausstemmen mit dem Stechbeitel. Den Stern, da werde ich jetzt einfach ein größeres Loch in die Mitte bohren und das mit der Stichsäge hinwursteln. Das reicht für die Stichsäge. Größer muss das Loch ja gar nicht sein. Der Rest, wie gesagt, hier sollten wir locker mit der Stichsäge hinkriegen. Ein bisschen höher gelegt, einfach Holzplätzchen unter und sägt das vorsichtig nach und nach aus. So, und da ist auch schon der Stern fertig. Ich glaube, den können wir so lassen. Ist nicht jetzt gleichmäßig perfekt, aber ich will ein bisschen ausschleifen, die Innenseiten. Und dann ist das doch ziemlich cool geworden. So freihand gezeichnet, freihand ausgesägt. Ich glaube, kann man so lassen. Machen wir noch die Sachen. Ich glaube, hier werde ich auch nicht viel stemmen. Ich werde hier Löcher reinbohren und das gleichermaßen aussägen. So, und das ging ja schnell. Ne? Ist das Projekt schon fertig. Reine Arbeitszeit, sage ich euch ganz ehrlich, inklusive Film und Nacharbeiten, ja, knappe 2 Stunden. Ihr seht, selbst der Stern, ich habe es nochmal nachgeschliffen mit einer ganz einfachen Feile, richtig schön geworden. Die Ausschnitte, Türen und Fenster, auch richtig schön geworden. Man kann es sogar beidseitig benutzen. Richtig gut, fällt mir gut. Ich bringe das jetzt rein und ihr solltet noch nicht abschalten, denn wir wissen ja noch gar nicht, ob das jetzt für meine Frau quasi Kaminholz ist oder wirklich Dekoration. Ich bin gespannt. Also wenn jetzt gleich noch im Anschluss ein paar Fotos kommen, wie das denn drin dekoriert ist, dann ist es nicht im Kamin gelandet. Also seid gespannt. Ansonsten, ich verabschiede mich schon mal nächste Woche Samstag, 8 Uhr hier auf meinem Kanal gibt es natürlich noch was Neues. Entweder aus der Werkstatt oder von draußen. Das weiß ich noch nicht. Bis dahin, schönes Wochenende, haut rein, euer Tobi.